Nach dem Facelift heißt Volkswagens Passat CC nur noch CC. Die flache Limousine mit ihrer Coupé-Anmutung ist von außen deutlich geschärft. Mit klaren, geraden Linien an Front und Heck fügt sich der CC in das aktuelle Design der Wolfsburger Weltmarke ein. Neu im CC sind eine verbesserte Schalteranordnung in der Mittelkonsole und eine Vielzahl von Assistenzsystemen. Weitere Extras? Eine vom Kofferraum aus umlegbare Rücksitzlehne und eine per Fußschwung öffnende Heckklappe. Er basiert weiterhin auf der Plattform des Passat und hat auch die Motoren des braven Bruders unter der Haube. 6 Aggregate, 3 Benziner und 3 Diesel, von 140 PS bis 300 PS stehen zur Verfügung. Basis ist ein 1,8 Liter großer TSI mit 160 PS für 31.800 Euro. Ein manuelles 6-Gang-Getriebe oder ein Doppelkupplungsgetriebe mit 6 oder 7 Schaltstufen übertragen die Kraft auf die Vorderräder. In der Top-Variante mit V6 und 300 PS hat der CC den Allradantrieb 4Motion an Bord. Marktstart für den CC ist in Deutschland Ende Januar. Dann werden die ersten Vorführfahrzeuge bei den Händlern bereitstehen.